So, Servus. In diesem Video möchte ich mal darauf eingehen, auf das Thema Gesundheit, Immunsystem und das Tragen der Maske. Ja? Es ist ja so, dass wir Sauerstoff brauchen. Wir brauchen in jedem Moment Sauerstoff, um überleben zu können. Allein schon, wenn wir, sagen wir, 2 bis 3 Minuten keinen Sauerstoff haben, wird es ziemlich eng. Das kann jeder mal ausprobieren, wie lange er es schafft, ohne Sauerstoff klarzukommen. Ja? Also Sauerstoff ist sozusagen das wichtigste Lebenselixier, das wir brauchen. Wird uns das entzogen, dann kommen wir dem Tod am schnellsten nahe. Wenn wir nichts trinken, nichts essen, da halten wir es noch ein bisschen länger aus, aber das Atmen, Sauerstoff einnehmen, ja, geschieht in jeder Sekunde, in jedem Moment atmen wir ein oder atmen wir aus. Wir nehmen Sauerstoff, wir nehmen etwas, ja, in uns auf und wir geben etwas ab. So, was geschieht jetzt mit der Maske? Die Maske sorgt auf jeden Fall dafür, das kann ja wohl jeder selbst überprüfen, dass der Sauerstoffzufluss vermindert wird. Dann gibt es noch andere Argumente, dass sich dort Bakterien ansammeln, ja, weil man das die ganze Zeit auf hat, die ganze Zeit ein- und ausatmen, dass es auch wie ein Filter wirkt und sich dort in dieser Schicht Dinge ansammeln, die man dann wiederum einatmet. Also man müsste das mal überprüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist und für den vorgesehenen Zweck der Virenabwehr oder Virenschutz überhaupt etwas bringt, weil die Viren ja anscheinend auch viel kleiner sind als die Maschen von solch einer Maske. Aber das ist ein anderes Thema. Du kannst selbst überprüfen, wie viel Sauerstoff du noch zu dir nehmen kannst. Und wenn du die Maske abnimmst, wirst du ja auch merken, dass du viel leichter atmen kannst. So, welche Konsequenzen hat das jetzt für dich? Das Atmen sorgt dafür, dass wir Sauerstoff aufnehmen und damit auch Lebensenergie. Du kannst es selber ausprobieren, wenn du mal bewusst 10 tiefe Atemzüge nimmst. Also wirklich vollständig einatmen und vollständig ausatmen. Ja, also so viel Luft einatmen, wie du nur kannst und dann wieder ausatmen. Wir können das ja mal kurz machen, das dauert ja nicht lange. Gut, kurz innehalten. Und wenn du so jetzt 10 tiefe Atemzüge gemacht hast, wirst du jetzt schon merken, dass sich etwas verändert hat im Körper. Ja, dass da mehr Leben ist, dass es sich ein bisschen lebendiger anfühlt. Und die Lebensenergie kannst du vielleicht auch schon spüren. Die fühlt sich so an, wie als wenn ein Strom durch unseren Körper geht. Also ein ganz leichter Strom, Wärme, ein Pulsieren, ein Strömen, teilweise auch ein Prickeln. Und das können wir im Prinzip überall in unserem Körper spüren, wenn unsere Wahrnehmung fein genug ist. So, Atmen, Sauerstoff ist das Lebenselixier Nummer 1, weil wir darüber die Lebensenergie aufnehmen. Ist ein hauptsächlicher Weg, um Lebensenergie aufzunehmen. Natürlich auch durch gesunde Nahrung, die möglichst aus der Natur kommt. Ne, da ist die Lebensenergie noch vorhanden,
Wenn es irgend so ein Gewächshaus ist in Spanien, in so riesengroßen Hallen, da ist nicht mehr so viel mit Lebensenergie. Durch das Tragen der Maske, ja, kann es jetzt dazu kommen, dass man weniger Sauerstoff aufnimmt und dementsprechend auch weniger Lebensenergie tankt. Und viele haben das vielleicht auch bemerkt, dass dieser Zustand der Angst, ja, jetzt, dass irgendwas passieren könnte, dass überall Gefahren sind, dass ich jetzt krank werden könnte, dass allein das Dasein der Angst dafür sorgt, dass man gar nicht mehr tief atmet, dass man durch die Straßen läuft und irgendwie so ganz vorsichtig, ganz oberflächlich atmet, aber nicht mehr so richtig tief. Ja, also auch das Dasein von Gefühlen, wenn wir die nicht fühlen wollen, sorgt dafür, dass wir weniger atmen. Das weniger Atmen ist also auch ein Schutz vor intensiven Gefühlen. Aber das bringt natürlich nichts, weil wir müssen durch die Gefühle durch. Wenn die einmal da sind, müssen wir durch. Das heißt, was ich dir rate, ist ganz bewusst tief und voll zu atmen. Allein schon deshalb, wenn man die Maske trägt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, U-Bahn, Bus fährt und zumindest danach, ja, sich vielleicht noch an einem Park vorbeikommt oder so. Oder gut, in der Straße ist das natürlich fragwürdig, wie gut die Luftqualität ist. Dass man da nochmal wirklich tief und voll einatmet, um den Körper wieder voll zu laden mit Sauerstoff, mit Energie, die man zuvor durch das Tragen der Maske eben nicht einatmen konnte. Das ist besonders für die Menschen wichtig, die berufsbedingt das Ding ja die meiste Zeit des Tages tragen müssen. Das tut mir echt voll leid. Also Respekt, dass sie da den Job weiter durchziehen und so weiter. Achte darauf, ja, dass du in den Pausen und morgens, bevor du die Arbeit beginnst und nach der Arbeit auf jeden Fall dir Zeit nimmst, ja, tief und voll zu atmen. Das kann man ruhig mal eine halbe Stunde machen oder eine Viertelstunde oder 10 Minuten oder wenn es so schwierig ist, dann 5 Minuten, ja. So jeder tiefe Atemzug, den du nimmst. Ja, das belebt dich. Jeder tiefe Atemzug, den du mit frischer Luft nimmst, das belebt dich und das ist der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus will, das stärkt dein Immunsystem. Sowas liest man dann leider nicht auf der Webseite der WHO, aber es ist nun mal so, dass die Lebensenergie, die uns auch umgibt, ja, die überall ist, uns nicht nur belebt, sondern auch das Immunsystem aktiv hält und in Aktion hält und dafür sorgt, dass wir eben mit Schadstoffen besser umgehen können, dass der Körper gereinigt wird, tatsächlich durch das tiefe und volle Atmen. Und ja, dass wir unsere Zellen, der Sauerstoff gelangt ja dann in jede Zelle in unserem Körper, dass wir also unseren ganzen Körper detoxen und mit Energie versorgen und dafür sorgen, dass alle Zellen im Körper auch wieder fit sind, um ihre Arbeit machen zu können. Wer jetzt sowas zum ersten Mal hört, der ja, wird darüber lachen vielleicht oder sagen, was für ein Quatsch, aber ich empfehle immer, mach eigene Erfahrungen. Ja? Selbst wenn sich das jetzt merkwürdig anhört, probier es aus. Ja? Wenn du mal einen Tag dir vornimmst, wirklich tief und voll zu atmen, morgens, mittags, abends, für Leute, die viel die Maske tragen müssen, ja, du wirst dich zumindest energetischer fühlen, das heißt lebendiger, und es hat Auswirkungen auch auf dein Gefühlsleben. Wenn Energie da ist, dann habe ich auch erst die Möglichkeit, mich positiv zu fühlen, mich gut zu fühlen, Motivation zu haben, Freude zu haben, etwas anzupacken, mich für Dinge zu interessieren, ja? Wenn keine Energie da ist, dann will ich am liebsten nur in der Ecke liegen, meine Ruhe haben. Für jede Unternehmung bin ich zu schwach, zu faul, zu lethargisch und ich komme nicht in die Gänge.
Ja? Das heißt, die Konfrontation hier in dieser Welt mit der Angst und jetzt auch noch Maske tragen und so, und dann hat man vielleicht noch ein negatives Weltbild, dass das jetzt hier alles den Bach runtergeht oder dass hier die Welt so scheiße ist. Das sorgt natürlich dafür, dass man stagniert, ja, dass man irgendwie stecken bleibt. Die Energie ist nicht mehr im Fluss. Aber das, was gesund ist, ja, der gesunde Zustand ist der Fluss, dass die Dinge fließen. Ich bringe da auch immer gerne das Beispiel von dem Staudamm. Wenn man so einen Staudamm macht, einfach so, ja, dann werden die Pflanzen und Tiere, die oberhalb des Staudamms sind, die werden ertrinken, weil die ganze Landschaft überflutet wird, die Bäume ertrinken, die Tiere ertrinken. Und unterhalb des Staudamms haben die Tiere nichts zu essen und die nichts zu trinken, und die Pflanzen und Bäume haben auch nichts mehr zu trinken. Das heißt, die sterben und vertrocknen. So ein Staudamm ist also, wenn man das nicht bewusst macht, ja, man baut ja auch Staudämme in der Natur und so weiter, sorgt das dafür, dass die Gesundheit darunter leidet. So, und jetzt musst du dir vorstellen, dass wir Menschen ganz schön viele dieser Staudämme haben, psychisch, körperlich, emotional. Ich sage ja, jeder müsste hier in Therapie gehen. Jeder, wirklich jeder. Da gibt es keine Ausnahmen, um diese Staudämme zu lösen, zu erkennen, damit die Energie wieder fließen kann. Ja, fließen, das ist das, was Gesundheit bedeutet. Wenn die Energie wieder fließt, wenn wir uns nicht an der Angst festhalten, sondern wenn wir uns der Angst stellen, die fühlen und durch das System durchfließen lassen. Ja, dann bin ich nämlich auch befreit von der Angst. Gut. Atmen. Atmen, 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 atmen. Das ist das, was du jederzeit dafür tun kannst. Nicht nur den Atem so geschehen lassen, wie er halt gerade ist, ängstlich oder verhalten oder ja, durch die Maske, sondern dass du dafür sorgst, auch bewusst richtig tief einzuatmen, richtig voll einzuatmen, und das nicht nur ein, zwei Mal machst am Tag, sondern öfters. Und vielleicht nimmst du dir sogar auch Zeit, wirklich Zeit, ja, mal für 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde dir vorzunehmen. In dieser Zeit probiere ich das aus, immer tief und voll einzuatmen, gleich wieder den Atem abfließen zu lassen. Und nicht lange eine Pause machen, sondern gleich wieder einzuatmen und den Bauch vollständig mit Luft füllen und den Brustkorb vollständig mit Luft füllen. Auf diese Art und Weise stärkst du dein Immunsystem, weil du belebst deinen Körper, das wirst du selber spüren, du wirst dich danach besser fühlen. Das ist fast unmöglich, sich danach nicht immer wieder besser zu fühlen, auch wenn es nur ganz minimal ist oder man spürt so ein Prickeln in seinem Körper. Da muss man schon auch achtsam sein, um das mitzukriegen, ja, die feinen Nuancen. Und dein Immunsystem hat dann erst die Möglichkeit, wirklich zu 100% zu arbeiten, wenn wirklich genug Lebensenergie im Körper ist. Wie gesagt, Ernährung, Bewegung spielt auch eine Rolle. Und das ist das, was du jetzt in dieser Zeit dafür tun kannst. Und das ist auch nichts Neues. Ja? Also Atemtherapien gibt es schon ewig. Ich habe auch Atemübungen auf meinen Workshops gegeben. Wo ist es noch überall drin? In meinem Gefühlskurs ist es als Übung drin. Also es gibt einen Artikel im Lebeblog, wo ich das nochmal beschrieben habe. Du kannst nachlesen. Wenn du danach googelst, nach dem Atem, Atemtherapie, wirst du unzählige Inhalte finden. Es gibt auch Atemtherapeuten, ja. Es ist nichts Neues. Es wird dir nur nicht in den Medien gesagt, ja, was du aktiv dafür tun kannst, um dich gesund zu halten. Und ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie wichtig das Atmen ist, wie auch das Atmen, das bewusste, tiefe Atmen mir auf meinem Weg geholfen hat, Blockaden zu lösen,
mich zu heilen, Konflikte zu lösen, mich von Gefühlsballast zu befreien. Ja, das heißt, wenn wir tief und voll einatmen, entsteht ein Energieüberschuss teilweise. Und dieser Überschuss kann dann unser Körper und unsere Seele dafür verwenden, dass die anstehenden Konflikte geheilt werden. Ja, das ist das Wunderschöne. Deswegen passieren auch immer magische Dinge, wenn man das macht. Vorausgesetzt, man macht es richtig und lang genug. Und wenn du jetzt nicht nur selber das ausprobieren willst, so tagsüber ein bisschen so auf eigene Faust das erforschen möchtest, sondern dir eine Anleitung wünschst und mehr Hintergrundwissen, verlinke ich dir hier unter dem Video nochmal eine Atemmeditation mit einer ausführlichen Einleitung, ja, wo ich das nochmal erkläre, warum das alles so funktioniert, wie es funktioniert und was es bei einer Atemmeditation eben zu beachten gibt. Das ist für die Leute, die das interessant finden und da mehr darüber wissen wollen, findest du unter lebeshop.de unter Audio. Aber wie gesagt, ich verlinke nochmal den Artikel im Blog und auch die Atemmeditation hier unter dem Video. Wenn du Fragen dazu hast zum Atmen, stell das gerne hier unter das Video rein als Kommentar. Und natürlich auch anderweitige Fragen, damit ich ja noch mehr Videos produzieren kann, die deine Fragen beantworten. In diesem Sinne wünsche ich dir schöne Erfahrungen mit dem Atmen. Denk dran, tief und voll zu atmen tagsüber. Und ich wünsche dir alles Gute.